Guten Abend. Guten Abend. Ja, schön, Sie sind da. Ja, ich hatte mal eine Rede von 23 Seiten, aber es ist ja nicht erlügt, die hatte ich mal in der Regionalexpress vergessen. Insofern habe ich mir mal auf die Schnelle ein paar Begriffe gekritzelt zu dieser Doppelausstellung von zwei Künstlern, die einfach mal so gut zusammenpassen, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie heute in Duisburg zum ersten Mal ausgestellt werden. Wie macht man das denn, wenn man zwei verschiedene Künstler präsentieren möchte, die, ich will nicht sagen, eine Symbiose eingehen in der Arbeit, das wäre schon ein bisschen übertrieben, aber zumindest eine ganz große Nähe, eine Geistesverwandtschaft haben. Ja, man nimmt sie doch mal auseinander und präsentiert sie dann einzeln. Und so mache ich das, indem ich zunächst mal mit Hans Ambros anfange, den ich mal vor erst ein paar Wochen richtig kennengelernt habe. Da bin ich mal in seinem Atelier in Düsseldorf gewesen, habe mir mal die Arbeit angeschaut und da kann ich mal erinnern, du hattest mal gesagt, ja, es wird vielleicht mal so ein bisschen kleinkariert vorkommen. Das ist ein Atelier, das war auch ziemlich voll mit all diesen Plastiken, die Sie hier mal sehen, mit größeren Arbeiten auch, mit Papierarbeiten, und da habe ich auch nicht verstanden, was meint er denn mit diesem Understatement, kleinkariert. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Künstler damit so viel Konsequenz und Geradlinigkeit und mit einer ästhetischen Stringenz, das heißt mit einer Bereitschaft, sich systematisch mit bestimmten Formen und in einer bestimmten Spielweise, könnte man sagen, mit Materialien umzugehen, als kleinkariert gilt. Wenn man in früheren Katalogen schaut, was Hans Ambros getan hat, dann ist man ja auch nicht überrascht. Es ist nicht ein Mensch, der mal sich jedes zweite Jahr neu erfinden muss, sondern er zieht das durch. Auch wenn er in früheren Zeiten mit Stoffen gearbeitet hat, auch wenn er zunächst sich mit anderen Materialien auseinandergesetzt hat, aber es gab ja eine Zeit, wo du dich dann ganz eindeutig für Holz entschieden hast. Und dann angefangen hast, dieses Material neu zu definieren, besser gesagt. Und klar, es ist eine trockene, sie kommt ja so daher, konzeptuelle Herangehensweise, weil man diese Systematik erkennen kann. Wobei, das werde ich schon mal gleich erläutern, diese konzeptuelle Herangehensweise durchaus sehr sinnlich und sehr verspielt wirkt. Aber zu sagen, dass es kleinkariert ist, da, das habe ich immer noch nicht verstanden, vielleicht erklärst du mir das nochmal. Ich würde mal sagen, ein Künstler, so gut und so hoch ich sie achte, Künstler wie Sol Lewitt zum Beispiel, oder Onkawara, oder Opalka, sind vielleicht mal kleinkariert, aber du, lieber Hans, bist eigentlich kleinkariert. Wenn man eine Form, eine Grundform, eine dreidimensionale Form durchvariiert, moduliert, also der Begriff des Moduls ist ja auch hier sehr wichtig, Sie sehen, dass er dann im Grunde genommen immer wieder die gleichen Parameter hat, die dann immer wieder neu definiert werden, merkt man, dass es eine unglaubliche Vielfältigkeit, eine unendliche Vielfältigkeit gibt, und gerade mit einer so engen Hängung könnte man auch meinen, dass es tatsächlich ein System gibt, das Hans Ambros sehr, sehr programmatisch sich an sein Material herangemacht hat, zuerst mal durch Skizzen und später an dem Holz an sich. Aber das ist ja eben nicht so. Diese Herangehensweise, und das ist die Sinnlichkeit, worauf ich eben eingehen wollte, ist sehr spontan, sehr intuitiv. Der Begriff oder die Vorstellung von Intuition spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, dass erst in der Mache, während dieses Prozesses des Gestaltens, Hans Ambros auf eine Form kommt, die er dann auch genau definiert. Weiß-Blau, das ist ja nicht nur für die Ausstellung gemacht worden, auch wenn es eine super Hommage ist. Deswegen sind wir hier in Duisburg. Übrigens, die Ausstellung hätte eigentlich vorher mal in Düsseldorf stattfinden sollen. Nein, natürlich nicht. Diese weiß-blaue Farbe ist ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil des Werkes seit vielen, vielen Jahren. Die blauen Flächen sind die Schnittflächen.
so erkennt man ja auch praktisch die Arbeit. Denn wenn man ein bisschen näher drankommt, merkt man, dass es eine Perfektion hat, die fast unpersönlich wirken würde, die fast maschinell wirkt. Aber die Form insgesamt, die Öffnung dieser Form in den Raum ist durchaus ja, verspielt, handwerklich und intuitiv realisiert worden. Also keine systematische Auslotung der Form, das widerspricht nicht dieser serielle Realisierung, sondern eine sich immer neu erfindende Formfindung, die, das fand ich auch mal vorbildlich, sehr viel von einer gewissen Freiheit hat. Es ist ja so keine Strategie, die übergestülpt wird und die entscheiden wird, wie in der konzeptuellen Bildhauerei zum Beispiel, wie das Werk aussehen wird, sondern es ist immer wieder ein Spiel. Und diese Freiheit des Spiels ist, glaube ich, mal ein der wichtigsten Merkmale des Werkes von Hans Amborst, egal wie kalt, vielleicht mal ein bisschen neutral diese Werken wirken mögen. Die Objekte, die Sie sehen, das habe ich mal gerade gesagt, sie werden geöffnet, sie werden gefaltet, sie öffnen sich zum Raum und sie lassen auch den Raum wahrnehmbar machen oder die ermöglichen eine andere Wahrnehmung des Raumes dadurch. Sie spielen mit grundsätzlichen Elementen der Bildhauerei, also die offene und die geschlossene Fläche, die Leere, die man ja eigentlich in Noten durch die Anwesenheit von Form wahrnimmt und diese Fülle, die sehr präsent ist auch. Sie spielt sehr viel mit Rhythmen. Sie werden feststellen, wenn man sich dann vertieft in den Einzelnen, wir ruhigen Werken haben und anderen, die dann doch sehr, sehr dynamisch aufgeladen sind und erlauben praktisch sich mal zu versetzen in der Welt der Geometrie. Das ist das, was Hans Amborst auch wirklich vor allem interessiert. Es ist ja nicht nur mal ein Spiel an und für sich für die Form, sondern es geht ja prinzipiell um unsere Wahrnehmung des Raumes. Wir sind ja Wesen, vielleicht würde sich das in ein paar Jahrhunderten ändern, wir sind ja Wesen, die von vertikal und horizontal vorbestimmt sind. Wir orientieren uns in diesem Raum, in der Natur, in der Stadt, in einer Wohnung oder in einem Zimmer durch diese zwei Koordinaten erst, projizieren diese zwei Koordinaten räumlich in der dritten Dimension, aber durch diese vertikale, horizontale Rhythmisierung eines Objektes bekommen wir einen Eindruck von, was es bedeutet, im Raum zu stehen. Ja? Und wenn ich hier auf diesem Mini-Podest stehe, habe ich natürlich eine ganz andere Position im Raum, als wenn ich dann darunter oder in der Mitte stehen würde. Also es mag natürlich dann ein bisschen selbstverständlich sein, dass es eine wichtige Aufgabe der Kunst, vor allem der Bildhauerei, die Präsenz, die körperliche Präsenz des Betrachters in dem Raum zu definieren. Aber diese, ich sag mal, Denkmodelle von Hans Amborst, die Sie hier sehen können, die keineswegs als architektonische Modelle zu verstehen sind. Das ist ja auch ein Missverständnis, das es immer wieder geben kann. Man denkt, wie toll, wenn das in groß wäre. Oder sind das vielleicht mal kleinere Ausführungen, die in einer Zukunft auf einem Platz, hier in einem Garten zum Beispiel, stehen müssten? Nein. Das sind Objekte, die praktisch erlauben, den Betrachter mit der Komplexität, mit der Vielfältigkeit dieser vielen Flächen, dieser in den dreidimensionalen Raum aufgebauten, aufgefächerten Flächen zu projizieren und ihm dann grundsätzlichen Gedanken über das Verhältnis zwischen ja, Fläche und Volumen, aber auch Körper des Betrachters und das Objekt an sich. Hans Amborst hat also viel mit Wahrnehmungstheorie. Er beschäftigt sich schon sehr mit, dieser Aufnahme des Raumes und mit dieser Reflexion in Verbindung mit dem Körper des Betrachters. Und es ist ein von den vielen Elementen, die wir auch mal in der Kunst von Michael Kottländer wiederfinden. Michael Kottländer, der, das haben Sie ja mal erwähnt, auch in der Kunstakademie in Düsseldorf studiert hat und interessanterweise aus der Malerei kommt.
Hans Hambros hat auch viel mit Grafik bzw. mit Papierarbeiten zu tun gehabt oder immer noch. Das können Sie ja mal da drüben in diesem Raum sehen. Die Fläche ist ihm ja nicht so ganz fremd, aber diese Tendenz, in den Raum hineinzugehen und die Grenzen, die zweidimensionalen Grenzen der Malerei zum Raum zu öffnen, sind auch etwas, das wir dann sehr deutlich in der Kunst von Michael Kortländer wiederfinden. Seine Brechung, kann ich mal sagen, oder seine Öffnung des Gemälden zum Raum hin, ist gleichzeitig mit der Entdeckung eines Werkstoffes entstanden, den in der Kunst noch relativ selten zu finden ist. Das ist das Karton. Sehen Sie mal hier überall. Michael Kortländer hat es ja auch praktisch mal zu seinem, Vorsicht, böses Wort, Markenzeichen gemacht, mit Karton, mit Kartonage zu arbeiten. Und das, weil dieses Material eben widersprüchlich ist. Und genau der Widerspruch ist interessant. Das ist ein Material, das erstmal arm wirkt, nicht gerade wertvoll. Das ist ja eben kein Marmor aus Carrara oder kein aufwendig bearbeitetes Holz, sondern es ist ein Material, das man eher in der Industrie verwendet. Er schneidet, klebt, verklebt, bemalt, lackiert diese Flächen so lange, bis sie einen Zwischenzustand erreichen zwischen Fläche und Volumen. Also wo man sich dann immer wieder fragt, Moment, womit habe ich denn hier zu tun? Ist es eine zweidimensionale Ware, ein Ding, das gut an der Wand hängt, wie ein Bild, oder ist es denn doch schon eine Plastik, die ja, ein gewisses Gefühl oder eine Präsenz, besser gesagt, in den Raum entwickelt? Diese auch modulierbaren Elementen, das ist ja auch schon wieder eine Brücke zwischen Hambros und Kortländer, die Vorstellung eines Moduls, das durch und durch gearbeitet wird und eine vielfältige Erscheinungsform bekommt, hat auch noch weitere Eigenschaften, widersprüchliche Eigenschaften, wie zum Beispiel weich und hart, flach und dreidimensional, das habe ich auch mal erwähnt, aber auch anonym, weil man das ja eben dann eher aus der Industrie kennt, aber auch natürlich warm, ne? Also gerade die Werken, die sich in diesem Raum da hinten befinden, haben dann doch eine große ästhetische Wärme, würde ich mal sagen, trotz der kalten Farben, aber die sind schon sehr organisch wirken. Und diese Spannungsverhältnisse bearbeitet Kortländer schon seit vielen, vielen Jahren. Diese Spannungsverhältnisse, das sind vor allem die Spannungsverhältnisse zwischen Fläche und Raum. Da komme ich ja wieder drauf zurück, aber kommt man nicht auch drumherum, wenn man hier diese Art von Ausstellung eröffnet. Denn das ist der Punkt schlechthin, wie man Objekte schafft, die ambivalent, die mehrdeutig sind, die man nicht klar in einer Gattung einordnen kann und wie man dieses Equilibrium, dieses Gleichgewicht unterhält. Das ist schwer. Das ist ja auch mal wiederum eine Gemeinsamkeit der zwei Künstler. Ein Werkstoff in den Raum zu öffnen und gleichzeitig immer wieder neu zu verschränken, zu verschließen, um den Betrachter vor, ich sag mal, gedanklichen Problem zu stellen oder Denkspiele eben zu stellen. Die Objekte bei Kortländer gestalten auch den Raum, das ist wichtig. Die Präsenz des Betrachters ist sehr bedeutend. Die Verhältnisse zwischen Raum und Betrachter ist da sehr, sehr deutlich. Das werden Sie auch mal drüben zum Beispiel in diesen großen Kartons sehen. Da, wo Michael Kortländer in der Vergangenheit sich ganz stark auf ein Gestalten, ein Eingreifen in dieser Materie konzentrierte, öffnet er sich in den letzten Jahren zunehmend. Das heißt, die Plastiken, die realisiert werden, immer brachialer, immer rauer, immer offener. Es gibt ja weniger Farbe, es gibt weniger Schnitt oder Schnitteingriffen, könnte man sagen. Und man bleibt ja praktisch als Betrachter nur noch vor Volumen, Innenraum, die mit dem Volumen eines Saals zum Beispiel korrespondieren oder zumindest einen Dialog schaffen. Und das ist
glaube ich mal, eine Erfahrung, die wir, weil wir heute so viel sind, das ist auch toll, nicht ganz machen werden können. Ich lade einfach mal so dazu ein, kommen Sie mal wieder hier hin und stellen Sie sich mal vor diese Arbeit zum Beispiel und schauen Sie mal, wie diese Arbeit auf einen wirkt. Man könnte sagen, das ist Richard Serra zum Mitnehmen. Ist ja auch wiederum nicht zu mitnehmen und es ist ja auch schon mal gar nicht Richard Serra, aber es gibt trotzdem psychologischen Verbindungen. Ja? Kann man mitnehmen. Kann man auch mitnehmen, da würde sich der Künstler freuen. Die Liste. Genau. Also ich kann aber gerne mit dem Künstler direkt sprechen. Oder nein, nicht mit dem Künstler direkt sprechen, sondern wenn sich mal hier an den Verantwortlichen des Raumes, sie freuen sich. Nein, es ist also diese physische Wirkung eines Volumen auf den Körper des Betrachters ist das, was ihm auch sehr interessiert. Darüber hinaus gibt es ja auch kleinere Arbeiten auf der anderen Seite, die modellhaft und da auch modulierbar ausgebreitet sind und eine andere Facette des Künstlers zeigen. Finde ich auch mal sehr spannend, das ist mittlerweile, wir haben so eine Art Agreement mit Michael Gottländer, ich darf mal Reden bis zum Jahr 2025 halten, das ist die dritte Rede, die ich halte, und für Michael... Ich bin besser als ich in meiner Arbeit. Und ja, es ändert sich ja immer. Es gibt ja immer wieder neue Facetten und neue Entwicklungen in seiner Arbeit, insofern ist es auch für mich mal eine große Überraschung. Gut, dass ich mein 23-seitiges Papier im Regionalexpress vergessen habe, da habe ich mal was ganz anderes geschrieben. Schön und gut, wir haben jetzt mal zwei Künstler, jetzt müsste man langsam, weil sonst wird das Kaltbüffel wirklich kalt, auf eine Zusammenfassung kommen und fragen, überlegen, denken, was bringen sie denn eigentlich zusammen? Aus reiner kunsthistorischer Perspektive, sie kann anfangen nicht mehr zu hören, ist ganz klar, dieses Formspiel ist schafft eine direkte Verbindung, besser gesagt, zum Konstruktivismus, wie man es aus den 20er und 30er Jahren kennt. Ein Spiel mit einfachen geometrischen Formen, die durchdekliniert werden, die in den Raum geöffnet werden. Aber jedoch muss man sagen, dass diese Beziehung zum Konstruktivismus immer wieder gebrochen wird. Und zwar sowohl bei Gottländer als auch bei Armbrust. Indem wir bei eine große Flexibilität und gleichzeitig Labilität des Mediums haben. Wie gesagt, Karton ist nicht etwas, das für die Ewigkeit gedacht und gemacht ist. Bei Hans haben wir dann eher mit einer höheren Spontanität und Intuition. Das ist ja auch etwas, was man nicht unbedingt von Werken der zum Beispiel russischen Konstruktivisten erwarten könnte. Also eine Bereitschaft, sich auf zufälligen Veränderungen im Prozess einzulassen, also eben mehr Freiheit, wie ich das gesagt habe, was sie auch mal wieder verbindet, das habe ich auch mal genug betont jetzt, das ist das Spiel mit Fläche und Volumen und wie man ja immer wieder in einem Zwischenbereich landet und diese Ausdehnung der Objekte in den Raum. Das ist ja sehr wichtig, das denke ich mal, das muss man immer wieder bei Bildhauerei im Allgemeinen und Duisburg ist wirklich mal die Stadt der Bildhauerei betrachten. Das ist dieser Bezug zum umgebenden Raum. Die Objekte sind nicht an und für sich geschlossen da und völlig autonom im luftleeren Raum, sondern sie leben ja auch von dieser Umgebung. Und darauf gehen die Künstler auch sehr präzise ein. Insofern war diese Zusammenstellung der zwei Künstler längst fällig. Ich habe es ja mal zweimal gefragt, weil ich es nicht glauben konnte. Das ist das erste Mal, dass Michael Gottländer und Hans Armbrust zusammenkommen. Dabei kennen sich auch schon so lange und die Nähe ist ja da, aber eine komplementäre Ausstellung mit so vielen Zwischentönen und so vielen Unterschieden, sowohl in der Farbstimmung, könnte man sagen, als auch in dem Umgang mit dem Material, ist hervorragend. Und das ist etwas, das man Herrn Dabir zu verdanken hat, der die gute Idee hatte, die absolut fähige Idee hatte, diese zwei Künstler zusammenzubringen. Ich freue mich ja auch sehr, dass es endlich mal passiert ist, weil man dadurch immer wieder von einer Arbeit zum nächsten springen kann. Und das, was man gerade bei dem einen entdeckt, gesehen, verstanden oder gefühlt hat, bei dem anderen überprüfen kann. Ja, das ist wirklich ein Dialog.
versuchen Sie es mal, mit einem Glas Wein passiert es ja viel besser. Da wären dann die Verbindungen, die entstehen auch mit geschlossenen Augen zum Teil, aber das wäre ein Zeichen dafür, dass Sie jetzt aufhören sollten. Und das ist ein großartiges Spiel, das intellektuell sehr fordernd ist. Ja. Und wenn Sie mehr Informationen zu den Künstlern haben, aber auch speziell zu Hans Amborst, können Sie entweder direkt beim Künstler fragen oder bei den zwei Experten, die wir hier im Saal haben. Das ist Johannes und Pauline, ja, die hier praktisch mal das Durchschnittsalter mal senken und auch mal Sie mal weiter informieren werden. In diesem Sinne wünsche ich mal eine schöne Zeit, eine ja, gute Eröffnungszeit und viel Vergnügen. Danke für die Aufmerksamkeit.